So, und da sind wir dann auch wieder, ne? Der Transport zur Polis, dieses Ganze wartet auf uns, wie wer singt. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Ja, ja, okay. Tagebuch. Na, immerhin haben wir. Es ist klein, aber fein. Wir haben alles, ne? Wir haben ein Bett, auf dem wir schlafen können, auch wenn es eigentlich eher alte Sitze sind. Ein Schreibtisch. Wir haben viele Bücher zum Lesen. Ah, unsere kleine Sammlung. Und ja, es ist halt, man braucht nicht wirklich viel zum Leben. Ja, eine kleine Pflanze, gut, er raucht anscheinend, das tun die meisten in den Situationen ja irgendwie komischerweise. Viel krasser finde ich das mit der kleinen Pflanze irgendwie. So, habe ich alles? Ich hoffe es mal. Tut mir leid, Artyom. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Okay. Nur die Wachen dürfen durch. Ist schon okay. Schalke. Das ist schöne Musik. Wo hast du die Kassette her? Habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen. Für eine Tonne? Bist du sicher, dass du es nicht bereust? Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten. Und dass du mir nicht gut tust. Und sie hatte recht. Tja, da geht's von Streit. Na gut, dann mal etwas anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Tja. Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Da leben die doch nicht drin, oder? In diesem kleinen Mini-Ding. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Okay, was war das halt? Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Tja. Nein! Oh, Scheiße. Ein Traum. Puh, ich habe geträumt, ich werde wieder an der Oberfläche. Ich will von deinen Albträumen nichts hören. Es dauert noch 50 Jahre, bis wir wieder ankommen können. Also leck dich wieder schlafen. Eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Wie süß. Na, dann mal los, Mädchen. So, das ist das Journal. Können wir hier dann öffnen, ne, und können uns das dann angucken. Kann ich auch Licht anmachen, damit ich das lesen kann. So, nehmen wir mal weg. Okay, jetzt das Essen anscheinend. Niemand zu Hause! Ja, deshalb sagt man das dann auch, ja. Überall Dreck, nur Dreck! Wer ist da? Artyom, bist du das? Yep. Ist alles in Ordnung? Oder tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Ich bin Dreck. Na, ich sehe Frauenbesuch. Bist du scheiße, okay? Bist du das, Peter? Kannst du sie nicht selbst öffnen? Schon wieder den Schlüssel verloren, was? Los, such deinen Schlüssel. Du weißt, dass ich nicht aufstehen kann, Idiot. Oh, wie mies. Tja. Das ist dann kacke. Vor allem, wo die das Holz her haben. Oh, Munition, sehr schön. Das ist übrigens wichtig, weil das ist hier die Währung. Deshalb ist es ganz gut, sich ein bisschen umzugucken in diesen Sequenzen, die man hier hat. Wo es ein bisschen ruhiger ist. Um halt solche Sachen zu finden. Umso einfacher ist es für einen. Mit wenn du redest. Läuft herum und hinterlässt dreckige Fußspuren und scherzt dich nicht drum, wer hinter dir alles du bist es, Artyom. Da wird jeder sauer. Lass mich etwas ausruhen, ja? Tja, wie ätzend. Ich muss bald auf Wache. So ein Mega-Mini-Zimmer. Arme Leute. Was ist dein Problem, ey? Chill mal. Stressig hier.
später. Habe ich dir nicht gesagt, dass du in der Nähe bleiben sollst? Es macht keinen Spaß, überall nach dir zu suchen. Ich mach mir doch solche Sorgen. Okay, Papa, tut mir leid. Er hat gesagt, dass er glücklich sei, dass unsere Grenzen mit ihrer Hilfe gesichert werden. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden. Wahrscheinlich. Stell dir vor, deine Erfindung ist die Mordwaffe Nummer 1 in der Welt. Das ist noch schlimmer, als der Arzt zu sein, der die Guillotine erfunden hat. Und jetzt richtig. Benutzen wir Patronen als Währung? Wie krank ist denn das? Denk mal drüber nach. Eine Kugel ist ein Level. 100 Gramm Tee kosten 5 Euro. Hey du, komm mal hierher. Was denn? Sprechen verboten, hast du gehört? Was habt ihr denn? Und du, Artyom, solltest gehen. Echt? Du hast hier nichts verloren. Ein Gefängnis ist ein Ort für Diebe. 250 Menschen leben. Ja, so ist es. Wir wurden beauftragt, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen. Okay. Und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre. Hallo, alles klar, nehme ich an? Zumindest geht's nicht schlecht. Und wie kann das bloß sein? Sag mir, dass er nicht. Artyom, bitte. Tu etwas. Mein Sohn ist. Besorge das Geld. Danke, Artyom. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Gerne, kein Ding. So, bist du auch... Ja, geht's wieder? Okay. Hey, lass uns gehen. Komisch, irgendwie so surreal, hey, ne? Fang mich doch. Okay. Wie durchgedreht, ey. Mit dem Hammer verfolgt er ihn. Mit so einer Skimaske. Ha. Spooky, ey. Mega freaky. Ja, aber... komische Welt schon, ne? Schau mal, das ist ein richtiger Helm für Sie. Dir da ist auch nicht schlecht. Hm. Wagen, weitere als Vorauspatrouille und andere hinterher. Ich will kein Schwein. So, was hast du denn? Nee, ich spare meine Mühe. Ja. Gute Waffen machen einen guten Soldaten aus. Heute zum bezahlbaren Preis. Zum bezahlbaren Preis. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Sehr gut. Die haben sich alle ganz so lieb. Wie konnte das passieren? Du säufst, als ob es keinen Morgen gibt. Und es wird auch wer ist das? Ich bin's. Du bist es, Artyom. Gehen wir. Lass mich etwas ausreden, ja? Okay. Ich muss bald auf Wache. Die mit ihrer Wache. Achso, was haben wir hier? Ach, hier können wir das wechseln. Hier können wir dann Patronen halt eintauschen, ne? Machen wir jetzt aber noch nicht. Artyom, wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Ja, okay, mach ich ja schon. Hallo, Artyom. Hallöle. Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Er scheint völlig inkompetent zu sein. Hm. Als wenn du als Soldat geboren wärst. Jeder kann alles lernen. Richtig. Nein, nur wenn du dafür geschaffen bist. Wenn nicht, bist du für den Rest deiner Tage ein Putzmann oder so. Du hast zwei Hände? Hast einen Kopf? Hier ist deine Waffe und los, los, los! Keine Angst, es ist immer die gleiche alte Geschichte. Ja, das stimmt. Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Okay. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Okay. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Ah. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Mhm. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Mhm. Okay.
Ja, hier könnte ich jetzt rein theoretisch anfangen, rumzuballern und das auszuprobieren. Ich könnte zum Beispiel hier... Ja. Gucken, dass ich alles treffe. Wunderbar, auf die 10 getroffen. Ich bin einfach gut, ey. Ich weiß gar nicht, bekomme ich die Munition wieder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Wir lassen das mal mit dem Ballern. So. Dann haben wir jetzt Sachen und könnten rein theoretisch anfangen auszurüsten. So. Tipp, 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 tipp. Jetzt haben wir ja eine bessere Waffe bekommen, ne? So eine Maschinenpistole. Und gucken wir mal, ob wir die aufrüsten können. Ja, hier haben wir noch ein Visier, ne? Ja, nicht so gut. Und ein Schalldämpfer. Sie haben recht. Das ist genau, was der Arzt verschrieben hat. Schalldämpfer möchte ich da eigentlich nicht anbringen. Wir könnten bei dem Revolver einen Schalldämpfer... Was haben wir? Schalldämpfer verlängert dafür die Genauigkeit bei mittleren und größeren Entfernungen. Macht die Waffe aber sperriger und schwerer. Finde ich das eher besser. Aber verbraucht halt unheimlich viel, wenn wir das sehen, an verschiedensten Sachen. Ich möchte da eigentlich aktuell noch nichts machen. Wir sparen uns das erstmal noch auf. Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen. Echt nicht? Die alten Bilder. Moskau ist weg. Ja. Und bald werden wir auch weg sein. So wird es sein. Werde die Erde übernehmen. Aber es gab noch andere Orte, die wir zu Petersburg. Kiew. Vielleicht haben auch anderswo Leute überlebt. Zumindest eine Weile. Aber es sind so viele Jahre vergangen. Und wir haben nichts von ihnen gehört. Richtig. Hi, wie geht es dir, Artyom? Was haben wir da Schönes? Bist du bereit aufzubrechen? Gut. Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Wir schicken ihnen ein paar Wagen mit humanitären Gütern. Okay. Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Artyom, noch eine Sache, bevor du gehst. Ich kann sehen, wie du zu Hunter aufschaust. Aber das Leben der Ranger ist anders als unseres. Ja. Sie sind leichtfertig und sogar von Natur aus gewalttätig. Man gewinnt nichts dadurch, dass man den Helden spielt. Halte dich also aus Ärger raus. Bring die Karawane zum Zielort und komm so schnell wie möglich nach Hause. Auf Wiedersehen, mein Junge. Tja, ist klar, er hat seine Bedenken, ne, wegen seinem Sohn. Wer hätte das nicht? Wer würde auch seinen Sohn in so einer Zeit dann halt einfach gehen lassen wollen? Ich glaube nur die wenigsten. Ich finde das immer ganz passig mit der musikalischen Untermalung hier. Ist echt ganz cool gemacht. Schon ein cooles Spiel. Wobei, anfangs konnte ich das echt gar nicht zuordnen. Ich hörte sie ja schon! Ich hab dir gesagt, du sollst sie festhalten! Du schließt dich der Karawane an! Dann viel Glück! Jo, kein Thema. Das sind also die Schweine. Ich frage mich bloß, weil Schweine fressen relativ viel. Klar, die fressen alles, was übrig bleibt, aber... Irgendwie müssen die ja auch versorgt werden, weil man hat ja hier so gut wie gar nichts mehr. So, wer bist du denn? Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Jupp. Bist du bereit? Dann los. Sehr gut. So. Da kommt schon die Ware, glaube ich, oder? Du setzt dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Nee. Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey, Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Eine Waffe mehr, die uns schützte. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Frei? Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen.
oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Ich weiß nicht. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Sicher? Meinst du, Hunter lebt noch? Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Der Markt kommt direkt nach Riga. Hier läuft er, hätte ich Angst. Eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zu Pullis gemacht. Aber die hier, allen sammelt da rein. Gute Fahrt. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Kleiner Junge auch noch damit dabei. Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Krass. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam so viele hier noch außerhalb, ohne großartigen Schutz? Langsam. Was ist mit den Viechern? Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaya stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Okay. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Sie dürfen nur zu Fuß lang in diese dunklen Tunnel mit den ganzen Biestern. Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und... ich mag ihn einfach nicht. Ist das so, ja? Gute Fahrt! Und der hat auch noch das große, schwere Tor. Wir werden also ankommen. Das sagst du so. Oh, ich hab schon die Waffe in der Hand. Ich nehme mal lieber die Pistole. Sieht ja übel aus hier, hä? Verdammt tut mein Kopf weh. Echt? Kopfschmerzen? Du musst vor der Route sehen. Wenn du den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Acho. Klar, hinter Effi. Euch. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn sie hier sind. Und mir tun sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris, was ist das denn? Boris! Hey, was? Was geschieht mit mir? Oh, was ist das? Was? Oh, mein Gott! Fuck, Alter! Artyom! Was ist das? Oh, das will ich auch hier wissen. Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden... Das sieht ja krass aus. Okay, alle tot. Seltsame Kreatur. Okay. Ich mache so ein bisschen Gedanken. Das ist echt niedergeschossen. Okay. Und wir sind hier völlig angreifbar. Na super. Was, wenn diese Nosalis kommen? Den Wachmann. Was zum Teufel geht dir vor? Scheiße! Aufwachen, Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris, du musst ihn rütteln. Boris, wach auf, Boris! Scheiße, das ist gar nicht gut! Das ist echt nicht gut, Mann. Ah, oh Gott!
knallt sie an! Ihr schießt! Ich bediene den Hebel! Warum? Oh Mann, die brauche Ewigkeiten. Fuck, Mann. Die schlafen immer noch. Oh. Übel. Boah, ich bin taub. Nimm meine Schrotflinte! Mach ich. Boah, einen haben wir. Alter. Er liegt da immer noch von einem Pen. Adieu! Oh, fuck, Mann. Braucht man den noch dafür? Mach schneller, Mann! Ja, ja, mach ich. Und du wirst gleich der Nächste. Übler Scheiß, Mann. Boah. Wir sind fast an der Streckensperre! Sie ist nicht mehr weit! Ich hab so meine Bedenken. Hasse Hölle! Fuck. Scheiße, Mann. Kacke, Mann. Scheiße, Alter. Schnell hinterher. Alter, es kann nicht sein, dass du mich hier allein lässt. Ihr Bastarde, ey. Lasst mich doch nicht zurück. Komm hierher, schnell! Boah. Nicht den Flammen verschmutzen! Gib ihm eine Chance! Lasst uns ihn in den Marsch blasen! Übel. Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Oh ja. Ich auch, ey. Übel. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Naja. Das werden wir uns dann aber nächste Woche dann genauer anschauen. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mist.